Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spielepartys mit mir, The Maxi. Und wir sind hier immer noch an der spannenden Stelle, kurz bevor wahrscheinlich irgendwas passiert. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Aber hey, was soll's. Vielleicht ist es auch gar nicht so spannend und ich habe mir das letzte Mal nur eingebildet, aber... ich weiß auch nicht. Da war Öl auf dem Boden. Da ist schon wieder sowas Ekelhaftes. Irgendwas passierte bestimmt. Ich bekomme eine Spritze. Die gönne ich mir auch direkt. Denn jetzt habe ich zwei. Und da können wir doch mal ein bisschen Gesundheit hier aufpeppen. So, hier ist nichts. Tja, und da hinten, das werde ich mir liebend gerne. Okay, ich wollte es mir liebend gerne holen. Ich würde gerne. Okay. Na! Na, mach auf! Nein. Oh, Glück gehabt. Bolzen. Mit Feuer scheint's zu gehen. Haha! Okay. Das war kein Bolzen, das war. Hua! Alles klar. Das war eine Granate. Oh, jetzt ist dort auf. Kommt das hier jetzt wieder raus? Ich würde mir nämlich das gerne noch holen. Seht ihr, ich wusste doch das letzte Mal. Das wird spannend. Ja, mach bitte auf. Yay! Wo ist die hin? Ja, wo ist denn die Maus jetzt hin? Ey! Ach, das flattert hier. Alles klar. Hehe. Dachte ich mir doch. Irgendwie erwische ich das Vieh. So. Bäm! Schlüssel gesammelt. Muni verloren. Naja, was soll's. Okay. Mit Feuer scheint's zu gehen. Da hat er recht. Aua. Mal hin. Oh, was ist jetzt? Toll. Tür ist zu. Können wir den nicht verbrennen? Bewegt er sich in Wirklichkeit, oder? Habe ich keine Streichhölzer mehr? Gott, ist das komisch. Okay. Tja. Wir haben jetzt zwei Wege. Ich gehe erstmal den hier. Verbrennt's. Feuer ist nicht immer böse. Also... uns hilft in dem Fall. Oh Gott. Aber dort... oh! Na, wundervoll. Okay. Das heißt, wenn wir da irgendwas hinpacken, da irgendwas runterschmeißen, so wie es aussieht, können wir es verbrennen. Und hier geht's nämlich da runter, okay. Können wir da... Moment, das muss ich versuchen. Ah ja. Das heißt, wir können hier ganz normal... zack. Und durchrennen. Alles klar. Und falls dann nämlich das Vieh uns nachkommt... perfekt. Okay. Falls das hier nochmal kommt. Man weiß es ja nicht. Aber wenn ich hier das überall so sehe... oder schnell. Ja, 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 ja. Folg mir ruhig, folg mir ruhig. Folgst du mir? Wo kommt's? Wo kommt's? Wo ist es? Wir müssen kurz warten. Oh Gott, es kommt die falsche Richtung. Schnell hoch. Hoch die Treppe rum. Wow! Nein! Als ob! Was? Okay. Killcount-Legende. Ah, warum? Huch, warum? Wo bin ich? Ja, ich bin wieder hier. Okay. Ja, weil das dort so um die Ecke gekreucht kam. Damn.
Hier habe ich jetzt den Explosivbolzen drin. Ja, ja. Das geht zu. Okay. Tja, wie locke ich das Vieh am besten dort rein? Denn es kann natürlich sein, dass ich das dadurch kill. Oder killen kann. Ist natürlich leicht ungünstig. Tja, wir müssen schauen, wo es langkommt. Puh. Okay, Leute, ich stelle mich der Gefahr. Puh. Okay, aber können wir hier noch irgendwas... Moment, hier ist die Leiter. Da kommt die gute dann... Oder? Ah, irgendwie habe ich... Nimm mal die Fackel. Oh, Moment. Hier sind noch... Hier ist noch ein Fass. Ah, genau. Da brauchen wir aber dann eher die Waffe. Oh Gott. War das dort irgendwo, wo die kam? Ich hab Angst. Leute, ich hab Angst. Da. Komm. Ach du Scheiße, die kommen nicht da durch. Komm schon, renn. Na, sehr gut. Jetzt hat sie angefangen zu brennen. Komm, geh mal da runter. Die ist da unten, die ist da unten, die ist da unten. Warum habe ich hier keinen... Ach, ich will das hier auslösen. Wo ist sie? Da kommt sie. Und wo ist sie hin? Okay. Oh. Ja! Sie ist unten. Sie ist unten. Mach's zu. Lass sie drin. Lass sie drin, lass sie drin, lass sie drin. Ist sie jetzt verkokelt? Nein, 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 nein. Oh Gott, das war ja Glück. Oh Gott, war das Glück. Ach du lieber Himmel. Nein, wo war sie? Wo war sie? Holy. Ach komm, die war unten in dem brennenden Ding. Die hätte doch voll verbrennen müssen, oder? Was soll ich mit der noch anstellen? Puh, oh Gott, habe ich jetzt hier echt meinen Meister gefunden? Das wäre nicht so toll. Okay, aber ich denke mal, das mit dem Fass war gar keine so schlechte Idee. Ja, geht zu. Und... Aber irgendwie war es dann das Problem, dass sie nicht ganz verbrannt ist. Aber... Hä? Muss doch irgendwo noch... Warum ist hier oben kein Hebel? Hier hätte ich gern einen. Kann ich aber nur die Leiter benutzen. Damn. Das ist nicht so toll. Denn wenn nur hier der Hebel ist... Ah, dann muss ich ja warten, bis sie irgendwie hier unten aufschleimt. Okay, die kann ich mir dann krallen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie so anzünden kann. Vor allem macht die immer so einen Lärm. Genau so. Na los, komm her, Gute. Komm, hier bin ich. Aber nicht springen. Ja, damit. Holy, da kommt sie schon wieder. Wo ist sie? Wo ist sie? Kommt sie hier? Da ist sie. Schnell. Ja, verbrennen. Verbrenne. Verbrenne nochmal.
Ja, jetzt ist sie hier. Komm, komm, zünd sie an, zünd sie an. Sehr gut. Angezündet. Wo ist sie jetzt? Alter Falter, wo ist sie? Habe auch keine Ahnung, wo ich hier gerade lang bin. Ah, hier ist noch eine Fackel. Okay. Ja, die gute kommt, die gute kommt. Ach, das ist noch ein Fass. Oh, oh, da kommt sie, da kommt sie. Ah, Mist, Mist! Ah, ich habe keine Waffe ausgewählt. Wie dumm bin ich denn? Wie dumm? Wie dumm kann man denn sein? Damn! Puh. Aber jetzt mal ehrlich, wie oft muss man die anzünden? Wie oft? Ja, ich gehe jetzt hier wieder durch. Aber das war gar nicht mal so schlecht, denke ich. Wie wir das gelöst haben. Ja gut, ich habe nicht damit gerechnet, dass dann noch ein Fass ist. So. Ja. Ja, da ist er wieder, da ist er wieder. Komm ruhig ein Stück näher. Hier bin ich. So. Das war ganz gut. Komm. Nö, die ist hier unten. Okay, warum ist die hier unten? Wie kann die jetzt hier unten sein? Ist sie jetzt wieder hier? Wo kommt sie? Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Nutzen, 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 nutzen. Oh Gott. Das ist halt das Problem, dass sie da gar nicht immer dann wieder da unten erscheint, ne? Aber ich muss sie hier irgendwie wieder runterlocken. Wo ist sie? Da hinten kommt sie. Okay. Nein, da oben ist sie, da oben ist sie. Da runter, 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 runter. Schnell. Nein! Wie kann das sein? Verdammt! Brauchst du mir nicht zeigen. Ich weiß, dass ich kaputt bin. Aber schön, wie du das Gesicht immer wieder zerschlägst. Ah, Freunde! Helft mir. Die kommt da runter, dann kommt die wieder da hoch. Ich weiß es nicht. Aber ich habe halt diesmal die Leiter nicht gleich getroffen und dann war ich nicht oben und... Aber ich denke so insgesamt, der Plan ist nicht schlecht. Kommt halt echt drauf an, wie oft ich die blöde Kuh hier anfinden muss. Ja, lauf erstmal wieder ein Stück dort rum und ich komme hier. Ja, da ist sie, da ist sie. Runter mit ihr. Oh Gott, oh Gott. Na, jetzt ist sie wieder weg. Schleim dich ruhig hier unten wieder. Ja, da kommt sie, da kommt sie. Schnell, schnell, schnell. Jetzt haben sie wieder da drin. Vielleicht ist es wirklich gut, wenn ich dort unten meine Runden renne. Dass sie da immer wieder geschleimt kommt. Am besten von da oben. Komm schon. Ja, da kommt sie wieder. Schnell. Ich werde aber auch immer wieder drauf rein. Oh Gott, wir haben's. Ja, Freunde. Oh Gott, wir haben sie besiegt. Also, nehme ich mal an. Oh. Ja, Tatsache, das Vieh ist kaputt. Das gibt ordentlich Gehirn. 8000. 8000 Gehirn. Wow.
Okay, das ist letztendlich doch so einfach, war. Ich würde die hier gern eigentlich anbrennen, ja. Dankeschön. So, und jetzt schauen wir hier nochmal kurz. Ah, wir hatten ja jetzt gar nicht so die Zeit, hier Muni und sowas einzusammeln. Ich war ja nur mit Rennen und Schreien und ach, was nicht alles beschäftigt. So, da können wir hier noch ein paar nehmen. Oh Gott, ja, die Tür ist jetzt auf. Da will ich jetzt aber gerade noch nicht durch. Okay, können wir gar nicht nachladen. Gut, was haben wir hier? Gehirn. Huh, das war ja mal ein Bossfight, Leute, oder? Ja, ich hätte von Anfang an gleich dort... Ah, jetzt ist der Killcount wieder hoch. Mann, Mann, Mann. Das stört mich hier gerade am meisten. Ne, die Fackel brauche ich jetzt gerade nicht. Aber ich will halt hier... Oh, hier ist auch nochmal so ein... Okay. Ja, das hätte man natürlich wissen müssen. Oh. Da geht es aber nur so ein kleines Loch durch. Alles klar. Ja, das hätte ich in der Aufregung nie geschafft. Bin ich ehrlich? Muss ich ehrlich so zugeben, hätte ich nie im Leben in der Aufregung geschafft, dann noch dort durchzukriechen. Und ja, es ist gut so, wie es gekommen ist. Auf da. Okay. Ja, ich will lieber die... Ich weiß nicht, die... Schrotflinte. Die will ich mir lieber ein bisschen aufheben. Weil die viel stärker ist. Oh, ich habe wieder Streichhölzer gefunden. Klang zwar wie ein Glas, aber waren Streichhölzer. So, was haben wir denn hier noch Feines? Oh. Auf jeden Fall ein Kontrollpunkt. Nach Hause. Nach Hause. Was? Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Was? Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Was? Oh. Was zur Hölle? Oh! Nein! Was in Teufels Namen? Ein Gehirn? Und das Gehirn hat mich gesehen. Ach, die Liebe. War hier eine Tür? Hier war eine Tür. Verdammt. Ah nein, nicht das Gehirn hat mich gesehen, sondern die. Oh Gott. Der hat sich losgeeist, ne? Okay. Nein, ich sollte irgendwas entfernen. Hä? Da war doch irgendwas mit entfernen. Ihr kommt jetzt mal nicht alle zu mir. Wartet mal kurz. Ich kann da auch nichts machen. Ich muss doch hier irgendwo... Der stand gerade entfernen. Oh, hier ist eine Tür. Sind die echt oder ist das jetzt nur eine Wahnvorstellung? Wo hat er jetzt was gemacht? Da wahrscheinlich. Alles verschlossen hier. Ich finde eine Lösung, Leute. Ich finde eine Lösung. Muss ich ja. Ich kann die doch nicht alle... Nicht da oben sein. Das war's jetzt wert. Ich muss das mal testen. Stand doch irgendwo was mit entfernen. Oder nicht? Habe ich mir das eingebildet? Hm. Ja,
ihr kommt schon wieder auf mich zu. Das ist alles ganz wundervoll. Aber anscheinend kommen die nicht so ganz an mich ran, ne? Die hängen ja doch fest. So. Hier geht auch nichts auf. Hängt ihr? Ja, so halt. Okay, Leute. Das scheint mir nach einem Rätsel für die nächste Folge zu sein. Oh Gott, irgendwie, ja, ich bin gerade noch geflasht von dem Kampf gegen die komische Dame, die wir jetzt angezündet haben. Uha. Freunde, wir machen mit dem Rätsel das nächste Mal weiter. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.